Hallo Freunde und willkommen zurück mit einem neuen Video von mir. Ja, und ich habe ja gesagt, es ist einiges Neues bei mir eingezogen und so ein paar Dinge möchte ich euch da zeigen. Und hier haben wir jetzt dann die Nummer 2. Erst kürzlich bei mir gelandet, muss ich sagen. Ja, es gibt mehrere Modelle von diesem Modell, also mehrere Versionen von diesem Modell. Dieses hier hat mir am besten gefallen. Da bin ich nicht rundherum gekommen, um das mir zu kaufen. Und ja, es ist das mit dem etwas merkwürdigen Namen WE Knife. Ist ja durchaus bekannt. Und mein erstes WE, muss ich dazu sagen, mit dem Modell Ezinta. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. So wird es jedenfalls mal geschrieben. E mit E, also E und dann Z. Ja, wie Zeppelin. Ezinta. Ja, neueres Modell von WE Knife und sofort bei mir eingeschlagen, musste ich einfach haben und bestellt. Und ja, dann kam das hier in dieser tollen Schachtel. Das finde ich mit diesem Überzug aus Pappe finde ich sehr gut. Das gibt eine krasse Optik, hat mir direkt gut gefallen auch. Und dann haben wir hier auch die schöne, auch hochwertige Schachtel. Keine glänzende Überschicht, so ein bisschen mit Struktur. Finde ich gut, fühlt sich gut an. Das hier ist aufgedruckt. Ja, dann zeige ich euch gleich mal den Inhalt. Und ja, das hier ist so ein bisschen unaufgeräumter. Das fand ich dann beim Kornkraft schon ein bisschen schöner gelöst, aber nichtsdestotrotz sehr umfangreich. Hier haben wir einen schönen von WE Knife, einen schönen 3D-Patch. Finde ich immer klasse, so ein Mitbringsel. Hier haben wir dann eine Menge an Zubehör noch dabei. So, Dankeschön. Dann haben wir hier noch für verschiedene Modelle von WE Knife. Dann hier eine kleine, was ist das? Ja, genau, also die Garantieinformationen und alles. Hier haben wir nochmal, ist das ein Aufkleber? Ne, das ist so ein Stück Pappe, ist das irgendwie hier, das auch. Das hier, das Modell, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das gefällt mir auch sehr gut, ja. Also da wollte ich eigentlich schon zuerst zuschlagen, aber ja. Das ist dann das hier geworden. Wir haben hier auch ein schönes Mikrofasertuch mit dazugelegt. Und hier war dann letztendlich das Messer drin. Genau. Das ist alles, was man da noch mitbekommt. Also finde ich auch gut. Ist halt so ein bisschen, ja, lieblos da reingeschmissen alles. Da finde ich, aber gut, wie will man das auch anders machen hier mit dem? Das ist dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Von daher geht das schon in Ordnung. Ich will wieder jammern auf hohem Niveau, ja, ich weiß. Aber man darf auch nicht vergessen, mal abgesehen jetzt von einem Kornkraftmesser, was deutlich günstiger war, ja, als das hier. Wir reden hier von einem Preis, da geht schon über 400 Euro, ne, bei dem WE Knife. Also da kann man ja schon ein bisschen was erwarten, denke ich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann haben wir hier die schöne Tasche, unaufgeregt, aber funktional. Auf alles aufgenäht, das hier ist alles aufgenäht, sehr schön gelöst auch. Auch der Reißverschluss hier lässt sich wunderbar öffnen. Und hier drin, ich habe es jetzt einfach so hier reingelegt. Ja, ich weiß, da ist das gute Stück, aber hier alles schön flauschig. Also, das ist schon, ne, auch eine sehr hochwertige Tasche. Da kann man nichts sagen dazu. Legen wir das mal auf Seite und kommen zum Messer, zu diesem wunderschönen Stück. Wie ich finde. Also das ist doch mal ein schönes Messer, oder? Und da könnt ihr auch vielleicht verstehen, warum ich da nicht Nein sagen konnte, mir hier zuzuschlagen. Also ich finde hier wirklich, ich finde, das ist so, so gut, so schön gelungen. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich an dem Messer, aber da kommen wir gleich dazu. Integralbauweise, wie ihr seht. Hier haben wir dann
so schöne Ausfräsungen. Das sind alles so Details. Oder hier das, ne, diese gebrochenen Löcher, was dann alles nochmal zu den Details mit hineinfließt. Das ist schon, auch die Achsschraube hier, alles, das ist schon, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ne? Das sieht schon sehr geil aus. Keramikkugellager, natürlich Titan, alles Titan. Auch hier der Clip. Sieht richtig toll aus. Alles, der sitzt auch nicht zu stramm. Ja, also schon stramm, aber das haben wir schon, habe ich schon schlimmer gehabt. Ja, aber das geht noch. Einfach klasse mit dieser Integralbauweise. Und jetzt sieht man auch. Und das ist so toll. Ja, die Klinge, die ist auch, das ist schon, geht schon fast zu leicht, würde ich sagen. Schon fast zu leicht, aber es ist schon, oh, das war jetzt eine Schachtel unten drunter, so jetzt. Aber das ist schon richtig, richtig, richtig geile Action. Also das, was meint ihr, wie oft ich da schon auf der Couch gesessen habe und habe mit dem Messer hier gespielt, ja. Und da kommen wir auch gleich zu meinem Kritikpunkt. Wir haben hier eine Clip-Point-Klinge. Nichts Besonderes. Die oben liegende Swatch. Ihr seht, die verläuft von hier bis zur Spitze. Und ja, das Chimping hier ist schön weich, aber nicht zu weich. Also hat tatsächlich Funktion. Finde ich sehr gut, sehr schön gelöst. Alles fühlt sich, die ganze Haptik, das hier ist so, ich glaube, sandgestrahlt, die Oberfläche. Und dann halt mit diesen Tiger Stripes versehen. Das heißt übrigens, also WE Knife nennt das Finish hier Tiger Stripe Pattern Flammed. Ja. Und ja, hier Satin Finish. Und wie ihr seht, hier ist so angedeutet. Das lässt sich relativ schwer einfangen. So kann man sehen. So diese Linie hier angedeutet, so wie in die Richtung Tanto. Aber es ist definitiv kein Tanto. Also hier ist keine Unterbrechung spürbar. Das ist tatsächlich nur auf dem Flachschliff hier. Wir haben auch hier nicht mehr oder weniger Material drauf. Das ist einfach nur so ein ganz, ganz leichter optisches Gimmick, was sie da eingefügt haben. Hätte ich jetzt nicht haben müssen, aber es ist interessant. Und es ist auch wirklich ja nur sehr, sehr dezent, wie ihr seht. Flachschliff. Wir haben eine Klinge, die ist 101 mm lang. Wo gemerkt, das sind aber jetzt alles Herstellerangaben. Ne? Ich habe das jetzt nicht nachgemessen extra, weil es mir ja an der Stelle auch nicht so wichtig war, aber dass das bei WE Knife passt das schon ziemlich. Habe ich mir das schon öfters sagen lassen. Wir haben eine Klingenstärke von 4 mm. Das habe ich gemessen, das passt. Und haben hinter der Phase, das sind immer so die Sachen, die ich tatsächlich immer messe, wenn mir das wichtig ist, haben wir ein bisschen mehr als 0,5 mm. M390 Böhler, M390 Stahl, gehärtet auf ca. 60 bis 61 HRC. Ja, und ansonsten habe ich schon alles gesagt. Na, 168 Gramm haben wir. Also es ist nicht das leichteste Messer, tatsächlich, sollte man meinen. Aber das ist schon ordentlich Material. Es hat ein bisschen Gewicht, was ich an der Stelle aber nicht schön finde, weil mir gefällt das schon, wenn man so ein bisschen was auch in der Hand hat. Also das geht. Für mich klar. Aber ein wunderschönes Design. Das hat mich so abgeholt und holt mich auch immer noch ab. Das kommt hier auf dem Video gar nicht rüber, wie schön dieses Messer ist. Wenn du das jetzt nach draußen hast, bei der Sonne oder so, da habe ich schon einige fragende Blicke geerntet bei den Kollegen. Aber positiven Sinne, was das für ein schönes Teil ist. Und ja, und dann natürlich auch, das muss ja teuer gewesen sein, war es auch, ja. Aber nicht so teuer, also wie die Optik vermuten lässt, da hätte noch mehr sein können. Ja, am Preis. Aber
Gott sei Dank nicht. Ja, hier haben wir dann hier hinten dieses dieses Lanyard-Loch, wo man was reinmachen kann. Ich habe das jetzt weggelassen. Das Messer gefällt mir. Bei manchen Messern mache ich das, bei anderen nicht. Das hier gefällt mir genauso, wie es ist. Und wir haben natürlich hier einen Flipper-Tab, aber man kann das auch ganz normal über den Daumenpin öffnen, wenn man nicht so schusselig ist. Funktioniert wunderbar. Der Detent ist nicht zu fest, aber ja, schon ordentlich, wie das sein muss. Und zieht die Klinge dann auch schön ran. Aber das ist schon gut. Man muss beim Spielen ein bisschen aufpassen. Also tatsächlich habe ich mich schon geschnitten beim Zumachen der Klinge. Wenn die so zufällt, das geht ratzfatz. Also wie gesagt, hier ist das Kugellager sehr, sehr fein. Schon fast zu fein. Aber ja. Und jetzt habe ich eben schon geäußert, ich habe ein bisschen Kritik. Und das zeige ich euch jetzt. Könnt ihr das sehen? Denn das hier, diese Kante, fungiert beim Öffnen mit den beiden Pins hier als Stopper. Ja, das macht man oft, aber ich gerade bei diesem finde ich, bei dem anderen fällt es wahrscheinlich nicht auf. Man spürt hier auch nichts, ne? Keine Veränderung, aber man sieht es halt am Finish so ein bisschen. Und das finde ich halt, ne, jetzt sieht man es gut. Das finde ich halt schade. Das sieht natürlich jetzt mittlerweile schon nach oft gespielt damit, sieht das natürlich nicht mehr so schön aus. Ja, ne, aber okay, das ist, ne, das, da muss man schon genau hinsehen und das wissen, dass es einem auffällt oder halt so verrückt sein wie wir, aber ansonsten, also, ne, ich habe da jetzt, also da passiert auch nichts, ich merke da keinen Unterschied, dass die Klinge da irgendwie sich da mehr öffnen würde oder so, also das ist, da passiert nichts, ne, die Pins sind auch dick genug, das ist halt einfach nur oberflächlich. Sieht es halt nicht so schön mehr aus dann mit der Zeit, ja. Und das ist halt alles, was ich zu kritisieren habe, echt zu kritisieren habe. Ansonsten ist dieses Messer einfach ein wunderschönes Teil und ja, bereue es tatsächlich nicht, dass ich das gekauft habe. Und wer Interesse dran hat, die gibt es noch zu kaufen. Zum Beispiel, ich habe es beim Dirk Wanger bezogen, bei Messer und Co. Jetzt habe ich natürlich leider gerade habe ich jetzt nicht sein Kärtchen zur Hand, aber ich packe den Link dann gern auch mal noch in die Videobeschreibung, aber der dürfte ja ein Begriff sein, unser lieber Dirk. Der hat die Messer in seinem Shop, da habe ich es auch bezogen und ja, ein wunderschönes Messer, finde ich. Ich glaube, das könnte ich jetzt noch 20 Mal sagen. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich es in die Hand hole. Ja, ist natürlich bei mir dieses Messer weniger im Gebrauch, eher noch so ein bisschen mehr im Safe-Queen-Bereich, weil ich bin nicht nur Nutzer, ich sammle auch. Das wissen ja auch die meisten, die meinen Kanal schon länger verfolgen. Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das hier ist für mich eher so ein Spielgegenstand und mal zum in die Hand holen und befummeln und hier mal ein Blatt schneiden. Ja, vielleicht mal irgendwann auch mal ein Stöckchen oder so einfach mal. Aber härtere Arbeiten wird dieses Messer bei mir zumindest nie verrichten. Ich erfreue mich eher an der Optik, an der Haptik, an dem Spielspaß. Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Messer gefällt euch. Und wie gesagt, das gibt es in verschiedenen Versionen. In All Black, Stonewash und was weiß ich nicht noch alles. Also ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Versionen hat dieses Modell. Da ist für jeden was dabei. Schaut doch mal beim Dirk vorbei. Er hat alles am Lager, soweit wie ich das weiß. Genau. Wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschauen. Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren, würde ich mich freuen. Und natürlich auch über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ja, bis
Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao.